Servus, meine Lieben, und recht herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Subnautica Below Zero. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Es geht weiter bei uns heute, weil wir viel organisieren müssen. Unter anderem brauche ich noch den Scan für den Greifarm von unserem Braun-Anzug, den ich bauen möchte, weil wenn wir dann da unten in dieser Mine sind, wo wir gestern waren, müssen wir ja auch wieder rauskommen. Das ist das eine. Das zweite, 6:22 Uhr, super Geschichte. Wir müssen den Scan machen in der Höhle, wo die Nester waren von den Sea Monkeys. Ich glaube, da hatten wir den damals her, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe. Apropos Sea Monkeys, lass uns mal ganz kurz hier anfangen. Organisatorisches, wir müssen auch noch mal an der alten Base vorbei, da muss ich noch ein paar Sachen holen, damit wir das erledigt haben. Und hier natürlich meine. Okay, aber wenn ich hier drin bin, klaut er mir nichts, gell? Ich sammle den mal ein. Ich habe nämlich auch davor was zu probieren, die zwei. Du bleibst erstmal noch hier. Bei dir weiß ich noch nicht genau, was ich machen will. So, komm mal her. Auf geht's, jetzt gehen wir erstmal kurz raus. Und ich muss noch ein Aquarium bauen. Ich habe doch jetzt neue Fische gestern da gefunden. Die müssen wir natürlich hier ranbringen. Und zwar brauche ich dafür zwei Glas, ein Titan. Ich muss nur langsam machen, weil ich brauche nämlich auch ein Glas für den Brawny. Und ich weiß nicht mehr, wo meine Energiezellen sind, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, die habe ich oben noch. Müssen wir hoch. Und einen Gelsack müssen wir besorgen. Und bevor wir wieder runtergehen, möchte ich da hinten das Aliensignal mal weiterverfolgen. Ne? Jetzt pass auf, erstmal gehen wir hoch zu unserer kleinen Population. Die müssten ja hier dann eigentlich noch sein, ne? Unsere Trichterfische. Trichtis, seid ihr noch da? Ja, da sind sie. Beide sind sie noch da. Sehr gut. 3, 4. Und auf geht's. Die Trichterfische machen hier alles unsicher. Übrigens, der Raum, der wird wahrscheinlich hier vorne abgetrennt. Kleiner Bereich hier vorne, wo ich dann tatsächlich meine Kartoffeln und so züchte, ja, und vielleicht noch das ein oder andere Bäumle. Und dann wird hier 3/4 vom Raum werden die kleinen Aquarien gebaut. Das wird so ein richtiger Zuchtraum, wo wir alle Arten, die wir so unterwegs gefunden haben, züchten werden, beziehungsweise die wir dann da halt ausstellen. Und dann habe ich mir überlegt, hier vorne ist ja mehr oder weniger friedlich, das sind keine Böse, nix. Ich möchte spaßhalber mal so Äffle hier freilassen. Einmal raus, kannst du es nicht wieder einsammeln, ne? So. Da sind wir mal gespannt, wie es sich bewegt. Oh, der schwimmt vielleicht, aber vielleicht schwimmt er auch heim. Es geht aber weit weg. Dann können wir unsere eigene Population schaffen. Ich bin mal gespannt, ob wir den jemals wiedersehen. Auf jeden Fall viel Spaß auf deinen Reisen. Dich habe ich gescannt, du brauchst dich nicht beschweren. So, jetzt pass auf, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir brauchen auf jeden Fall die Mats, die da angezeigt werden. Das heißt, ich nehme das jetzt alles mal in die Hand. 1, 2, 3, 4. 4 Diamanten, 2 Lithium und, wenn ich es richtig sehe, 8 Titan. Mal gucken, ob wir das alles da haben, dass ich weiß, was ich besorgen muss, weißt du? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Demnach haben wir jetzt die Sachen schon. Wo baue ich denn das? Ach, das muss ich im Dings bauen, gell? Hier ist nur Seebahnzeugs drin. Krebstiefenmodul, aber das ist nicht das, das ich jetzt. Nee, nee, das ist das Falsche. Die müssen wir im Dings bauen. Können wir die hier auch aufsetzen oder soll ich sie oben abbauen? Ihr wisst, was ich meine. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich meine die hier. Ein Kupferdraht und ein Computerchip, komm her. Die bauen wir uns hier einfach nochmal dazu. Kupferdraht, hier ist mein Glas, das brauche ich bestimmt noch, das brauche ich bestimmt noch. Ein Computerchip waren zwei Tischkorallen, gell? Die muss ich kurz besorgen. Komm her, die gibt's da draußen. Dub-dubi-dubab-du. Hallöchen. Jetzt frage ich mich gerade, ob mein Seeäffle, das ich freigelassen habe, mir meine Sachen auch klaut, obwohl ich es gezüchtet habe. Irgendwie scheint es weg zu sein. Ja, wir werden halt wahrscheinlich so 200 Stück aussetzen müssen, dass wir die immer wieder sehen. Geil sind die Trichterfische hier. Die sind gut. Die konntest du eh nicht ins kleine Aquarium stopfen. So, ich brauche das, sind sie. Wusste ich doch, dass ich da letztens welche gesehen habe. Zwei Stücke. Und was braucht man dann noch für. Oh, das wollte ich übrigens auch machen. Machen wir jetzt gleich. Das machen wir jetzt gleich. Die will ich doch vermehren, immer Stück für Stück, weißt du? Und zwar kommt hier das nächste Außenbeet dazu. Einmal. So. Perfekt.
Das könnte man jetzt normalerweise ja gleich machen, indem ich hier... Okay, das hat schon mal hingehauen. Zack. Das sind auch unheimlich coole Farben dann, ne? Wenn wir das später hier komplett voll haben. Das wird richtig gut. Noch zwei Stück. So, siehst du das? Dann haben wir das schon mal erledigt. Und ich glaube, Geiselkörbchen muss ich so ernten, gell? Habe ich nur Luft? Ja, ein bisschen. Zwei, drei, vier, fünf. Okay, ich krieg fünf Stück raus. Huch, hat das Inventar kurz aufgehört. Oh. Weil ich aus dem Ding raus bin, glaube ich. Guck mal hier. Machen wir da drüben auch nochmal gleich welche rein, dass es schon mal hier weitergeht. Ja, das muss. Also was muss, das muss. Da kommt dann noch Glas oben rein. Das wird schon, aber da muss ich erstmal ein bisschen verstärken, die Base. Lumlilum. Na, na, na. Warning. Ja, 30 ich komme. seconds of oxygen remaining. Danke für die Warnung. Nach wie vor bin ich da immer noch glücklich drüber. Okay, pass auf. Jetzt fehlt uns natürlich wieder Titan. Müssen wir wieder auf 8 aufstocken, würde ich sagen. Im Moment haben wir drin 1, 2, 3, 4, sind wir wieder bei 8. Der Computerchip, den ich benötige. Ein Gold. Ein Gold. Mehr ist es nicht. So. Zack, zack, zack und zack. Das heißt, ich habe jetzt ja schon fast alles. Ein Blastahlbarren, das heißt, ich muss dann wieder zwei Lithium nachholen. Und der emailliertes Glas bräuchte ich noch. Ein Blei. Ey, dann haben wir ja alles. Dann haben wir alles für den Anzug, Leute. Den können wir in der Fahrzeugstation direkt bauen, oder? Lass mich mal überlegen, wir fahren mit dem Kleider hoch und gehen mit dem Brawn. Aber ich habe diesen Ding noch nicht, den Greifarm, den bräuchte man schon. Die Energiezellen sind, glaube ich, oben. Zwei Lithium, fünf und es sind acht. Wir brauchen noch einen Diamant. So, meine Damen und Herren, ich habe jetzt alle Materialien für die Dinge, die hier angezeichnet sind. Wir müssen nur die Energiezelle oben holen, den Wurfhakenarm noch scannen und einen Gelsack müssen wir mitnehmen für meinen Wasseraufbereiter. So, ganz kurzer Check, dann gehen wir nämlich gleich los. Richtig, jetzt pass auf. Wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Ein Spind ist doch noch frei. Das heißt, ich mache das Titan, das ich brauche hier rüber, die Diamanten, das Lithium, die da, die da, die da. Damit ist jetzt alles eingeräumt. Perfekt. Pass mal auf, vielleicht reicht es uns ja matztechnisch, dass ich noch das Aquarium baue. Weißt du? Alles für die Tiere. Zwei Glas und ein Titan. Das habe ich natürlich nicht mehr. Nee, mir fehlt ein Quarz. Zwei Glas und ein Titan. Komm her. Wir sind eh noch ein paar Folgen länger unterwegs, wie ich mir das vorstelle. Ich hole mir kurz hier irgendwo Quetzle. Wir werden doch hier nochmal einen Quarz finden, oder? Übrigens sollen in dem Biom auch Gelsäcke sein, aber ich habe keine gefunden auf die Schnelle. Tip-di-bi-di-bap-du. Hier haben wir schon einen Quarz. Und weil es so schön ist, nehmen wir das auch noch mit. Was haben wir hier sonst noch so? Geiselkörbchen? Nö, die brauchen wir jetzt nicht. Das nehmen wir auch noch mit. Liegen lassen kann ich es ja eh nicht. Zack, jetzt ist vorbei. Jetzt hat er wieder. Ich darf nicht raus. Wenn ich rausgehe. Ich habe irgendwie. Ich glaube, das ist wie so ein Virus, der sagt, du musst die Taschen voll kriegen. Erst wenn die Taschen alle voll sind, dann kannst du nach Hause fahren. Hier, guck mal. Aber hey, mein Seeäffle ist jetzt irgendwie weg. Weiß nicht, wo der hin ist. Naja, vielleicht sehen wir ihn eines Tages wieder. Lassen wir uns überraschen, Tätigung. So, liebe kleine Geiselkörbchen, hier habe ich einen Nachwuchs für euch. Freu dich darüber, freu dich darüber. Also jetzt hauen wir das Aquarium kurz hin. Wie gesagt, da gibt es jetzt den nächsten Umbau, Aquarien. Das mache ich mal vor irgendeiner Folge. Die werden dann hier reingesetzt, schön, ne? Lass mir mal was einfallen. Dann kommen die unten weg, weil das wird sonst zu eng. Wir haben hier unten sehr viel Platz für alles. Das braucht man nicht alles so pressen. Da kann man ruhig mal ein Räumle mehr bauen. So, pass auf, jetzt brauchst du zwei Glas, gell? Glas.
Und Glas. Und dann besorgen wir die Sachen, die wir brauchen. Und holen die ganzen Poster, können wir oben heute mitnehmen. Hier habe ich überlegt, baue ich das jetzt vorübergehend hin? Oder soll ich oben schon mal anfangen? Eigentlich sollte ich oben anfangen, weil ist ja sowieso das Ziel, dass sie da oben sein werden. Ne? Und zwar müsste ich mal ganz kurz gucken. Nur anzeichnen, nicht bauen. Naja. Ich würde es hier abtrennen. Dann ist es so ein kleiner Vorhof zur Hölle. Ja. Und hier würde ich dann meinen Aquarienraum machen. Und zwar, aber das wird's, da muss ich noch ein paar Mal ran. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt jedem so ein Dings hier gebe. Wie viel würde ich denn dann hinkriegen? Viel weniger, als wenn ich sie mehr komprimiere, gell? Boah, aber das wäre halt schon geil, wenn ich es so machen könnte. Ich überlege nur gerade. Wenn ich es so mache und dann auf der Seite praktisch, weißt du? Ich will mir das nochmal kurz angucken. Das wäre halt schon rattig. Das wäre schon geil. Der kommt wieder weg. Den brauchen wir dann nicht. Und dann läufst du hier durch und hast hier die ganzen kleinen Fischchen. Und wenn ich mir so richtig angucke, wenn ich da noch mal eins dazwischen setzen würde, das wäre eine Möglichkeit. Oder ich mache sie einfach gerade hin. Weil wenn ich sie schräg hin, obwohl dann läufst du hier so, du hast dann so die Bahnen. Ich finde das gar nicht so schlecht. Wenn ich sie gerade hinsetzen würde, kriege ich es halt besser verteilt, ne? Ich mache sie gerade hin. Was wir auch machen könnten, wir könnten es natürlich dann so machen. Warte mal, geschwind. Lässt mal eh keine Ruhe, weißt du? Das kann ja als Raumteiler ebenfalls fungieren, so ein Aquarium, ne? Naja, und dann können wir uns da so kleine Dinger dahin machen. Das ist es. Jetzt nur mal angezeichnet. Ich werde jetzt die Tage mal das Materialzeugs holen, was wir da brauchen. Um zu sehen, wie es wirklich aussieht. Und dann können wir hier zum Beispiel hergehen und können sagen, alles klar, gefällt uns. Wie wäre es denn mit so einer Chillerbank noch? So, und dann vielleicht noch so ein kleines Glastischle hier hin. Nee, das ist zu hoch. Was gibt's denn noch? Chefschreibtisch, Einzelwandregal. Nö, ich glaube, das reicht auch so, das Chillerbänkle. Ja, so mache ich's. So mache ich's. Am liebsten würde ich es gleich machen, aber ich habe die Mats nicht. Da besorge ich demnächst mal ganz viele Mats. Machen wir einen Deal. Wir machen es in der Folge. Machen wir uns diese kleinen Aquarienabteile hier. Warum ist denn der jetzt wieder verschwunden hier? Wir machen uns hier so kleine Aquarienabteile. Ich finde es gut, so mit Sitzgruppe und so. Gefällt mir gut. Die Jukebox kommt hier wahrscheinlich dann wieder weg. Da werden wir dann in unserem Heimatraum, der noch kommt. Ne? So, meine Lieben, bevor noch mehr Zeit ins Land streift, pass mal auf. Wie viel Wasser bringt die? Drei nur. Drei ist natürlich ein bisschen wenig. Aber, pass auf. Ich habe uns doch hier, glaube ich, auch nochmal Nüsseln gepflanzt, gell? Ja. Was bringt so eine Nuss? Die bringt auch nur 5, aber damit könnte man sich sogar hochheilen, ne? So, jetzt habe ich den Faden komplett verloren. Gelsäcke, Armscannen, Poster holen und die Energiezelle. Würde ich sagen, damit sind wir dann soweit klar. Ach ja, die Entschuldigung. Oh, ich habe ich ganz vergessen, meine Süßen. Können wir schon mal anfangen mit Aquarium Nummer 1. So. Komme ich dann aber da nicht mehr durch, wenn die Bank hier sitzt? Ist natürlich die Frage, ob ich das dann so lasse. So, meine Dreieugigen. Ja, so haben wir das vorgestellt.
Auf, komm, wir hauen ab, bevor ich wieder die ganze Folge was anderes mache, wie ich es geplant habe. Ne, die kommen dann hoch, die Aquarien. Und dann mache ich lieber so Pflänzchen hier rein, Wandregale, stell dann mein Rasierzeug endlich mal hin und so weiter und so fort. Pass auf, Blasenfisch noch geschwind zwei Stück hier raus. Ich hoffe, die haben sich gut vermehrt. Es sind noch zwei weitere drin, perfekt. Jetzt sind wir dann an dem Punkt, ich müsste noch nicht mal mehr raus aus der Base. Ich fühle mich halt einfach pudelwohl gerade. So. Also, fahren wir jetzt erstmal heim, gucken, ob die Energiezelle da ist. Und Dings wollte ich eigentlich auch noch bauen, ne? Waren wir da nicht gerade dran? Hier an diesem Dings hier. Kupferdraht, Computerchip und drei Titan. Drei Titan. Kupferdraht. Und nochmal ein Computerchip. Kriege ich das hin? Ein Gold. Ein Gold, ein Kupferdraht, zwei Tisch. Machen wir geschwind. Machen wir geschwind. Dann kann ich von hier aus auch Farben einstellen und sowas. Ne? Ich nehme an, dass man zwei bauen kann. Das werden wir gleich sehen. Jetzt musst du nur noch mal kurz das Messer zücken. Und dann müsstest du noch kurz ausräumen. Sind die. Guck mal, wie die rauswachsen. Die geben aber Vollgas, oder? Die sind ja auch schon fast da jetzt. So, wo haben mich die Korallenproben vorhin geholt? Hier, ne? Zack. Werde ich mal demnächst auch einen kleinen Vorrat anlegen, weil jetzt müssen wir nämlich für die nächsten bald weiter raus. So. Das mit den Aquarien, wenn das mal oben ist und du schwimmst hier drüber, ist der absolute Traum. Das sind dann die vielen Fischlein, die verschiedenen Farben. Außen, wenn wir dann die Fenster dran haben, leuchtet dann dieses Rötliche hier rein von den Ranken. Ich glaube, dass das schon ziemlich gut wird. Die Basefarbe werde ich natürlich knutschkugelmäßig demnächst mal irgendwann einstellen. Bleiben wir wahrscheinlich bei der Knutschkugelfarbe. So, jetzt müsste ich das normalerweise bauen können, oder? Computerchip. Computerchip, mach mich nicht verrückt, mein Freund. Und die Mats fürs Ding haben wir ja schon weggelegt. Also da kann eigentlich nichts mehr verrutschen. So, meine Freunde, dann würde ich sagen. Jo, kann ich bauen. Dann lasse ich mich mal kurz an die Ankommenkiste hier. Mache ich das Ei rüber. Das nehme ich jetzt alles mit. Hau mal ab. Bauen wir uns das Ding da kurz unten rein. Ich weiß nur nicht, weil ich hier die Verstärkungen angebracht habe, ob das noch geht. Fahrzeugerweiterung, Tauchdock. Ey, kann ich die jetzt hier nicht einbauen, weil ich die Verstärkungen da angebracht habe? Oder kann es sein, dass ich immer nur eine bauen kann? Ne, hier kann ich sie hinsetzen. Alles gut. Mal gucken, ob es dieselben Einstellungen hat. Angedockt, voll aufgeladen. Ja, Knutschkugel. Und da hatte ich jetzt überlegt, hier müsste ich nochmal die Sachen bauen können. Dann guck, hier haben wir das Frachtmodul. Krebswurfhakenarm, da fehlt uns was und da kümmern wir uns jetzt drum. Alles klar, läuft. Da, dam, bam, 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 bada. Ist das Ding noch hinter uns? Jo, ist. So, jetzt muss ich nur aufpassen, wenn das Seeäffle hier irgendwo rumtanzt, dass ich es nicht töte. Vielleicht sollte ich das nächste Mal weiter hinten freilassen. Aber der scheint weg zu sein. Ne, da oben ist er. Da oben ist er, in der Nähe der Heimat. Schön. Sehr, sehr geil. So, meine Freunde, ein Gel sagt bis 5. Da könnten wir nochmal gucken bei diesen Lilypads, bei diesen großen Seerosen-Dingern, ihr erinnert euch, falls wir jetzt auf unserem Weg hier nichts finden. Ich meine aber, und da kann es sein, dass ich mich täusche, dass ich letzthin hier irgendwelche gesehen habe. Kann aber auch sein, dass ich mich da einfach nur täusche. So, pass mal auf. Liebe kleine Seekugel. Jetzt gehen wir erstmal kurz heim und gucken, ob die Energiezellen noch da sind. Und dann gehen wir zu den Sea Monkeys. Übrigens an der Stelle, Sea Monkeys, gab früher im Yps-Heft, gab es diese Urzeitkrebse und die hießen teilweise auch Sea Monkeys, gell? Waren aber nur so klein. Außerdem hat es Glas gestunken, wie Sau, wenn es falsch gemacht ist und das Wasser ist umgekippt. Jetzt fangen wir das wieder an. Brauchst du jetzt gar nichts. Das will er jetzt kennen wegen Titan. Schnelles Titan. Und das Quarz nebendran. Oh.
Ach Mädchen, du musst doch das nicht alles mitnehmen. Und übrigens, was am geilsten wäre, und da würde ich einen extra Alien-Raum bauen. Ah, da will ich jetzt noch nichts verraten. Will ich jetzt noch nichts verraten, das kommt ja dann alles. So, jetzt schauen wir erstmal. Schauen wir mal nach unseren Dings. Lum, lumli, 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 lum. Ich bräuchte einen Gelsack. Finden wir. Jetzt pass auf, da haben wir alles rausgeräumt. Was ich nie geprüft habe, das sollte ich mal ganz kurz machen, wie das mit den Kisten hier aussieht. Die kann ich ja auch mit heimnehmen, theoretisch. Ja, nimm doch die mit. So, siehst du, dann haben wir das schon mal erledigt. Kann ich ja mitnehmen. Ich muss ja nur irgendwo geschwind reinräumen, wo ein bisschen Platz noch ist. Hier. Boom. Dann gehen wir vor. Jetzt hoffe ich halt, dass ich da auch richtig liege mit den Energiezellen. Aber ich meine, wir hatten welche gelootet. So, stopp. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir oben drauf stehen. Tatsächlich. So, jetzt pass auf. Ja, hier ist das ganze Zeug. Da sind sie. Nehme ich alle mit. Das nehmen wir mit. Weißt du was? Ich nehme das alles jetzt mit, dann brauchen wir nämlich nicht mehr hoch. So viel ich halt jetzt unten verstaut kriege, würde ich sagen, ne? Das ist erledigt. Also, Gott sei Dank habe ich das Dingsmodul da dran. Wer das denn sonst? Die können wir mal hier rüber. Ne, geht nicht. Dann schmeiß mal die Sachen hier rüber. Und die verbrauchte Mülldinger, die hätte ich eigentlich umlassen können, aber ist jetzt egal. So, dann würde ich die Energiezellen rübernehmen. Dann würde ich das hier rübernehmen. Und die da reinballern. Dann würde ich hier kurz die Rohmaterialien, die ich dann aber später wieder rausnehme. Tun wir mal einen Gefallen, gehen wir ein bisschen tiefer. Einfach, einfach. So. Wie würde ich denn mit C, gell? Herrlich. Organisatorisch ist aber jetzt haben wir wirklich alles soweit erledigt, glaube ich. Nehmen an, da ist jetzt nicht mehr viel. Schild bearbeiten. Ja, mach's weg. So, die können wir dann daheim wieder anbringen. Wie sieht's hier aus? Ich nehme es halt mit, dass wir hier unseren Frieden haben, ein bisschen. Soweit klar. Nehmen wir das mal mit. Was ich jetzt nicht so richtig weiß, ich muss es demnächst mal umbauen, weil das ist nämlich hier eigentlich eine viel zu große Base. Was weißt du, hier mit ihmchen geht eigentlich. Das geht eigentlich, das können wir lassen. Dann werden wir wahrscheinlich den Raum hier, auf den Raum werden wir es runterkürzen, weil braucht jetzt auch nicht so viele Räume, ne? Hier haben wir schon alles abgebaut. Da habe ich jetzt jede Menge Glasdinger. Wollen wir da schon mal ein bisschen was wegmachen? Braucht man nämlich nicht alles. Habe ich noch Platz? Ja. Zack. Ach du je, euch habe ich ja auch komplett vergessen. Kann ich euch komplett mitnehmen? Das hat geklappt. Die Kartoffeln sind mir eigentlich wurscht. Das sind auch die letzten, die jetzt hier noch rumhadern. Wenn ich das jetzt noch abgebaut kriege, kriegen wir unseren Aquariumbereich, den ersten. Ha ja, super! Hier, Baby! Okay, wir haben alles hier. Kurz noch verladen und dann geht es schon rein in diese komischen Höhlen, wo wir letztes Mal drin waren. Ah, ich würde sagen, das läuft halt ganz gut. Okay, das habe ich nicht bedacht. Sind die jetzt alle voll? Boah, nee, Gott sei Dank nicht. Pass mal auf, die Motivationsposter. Meine Kollegen hier, die machen wir auch rüber. Das lasse ich drin und dann hauen wir uns noch ein paar Fackeln hier rüber. Okay, jetzt müssen wir die Höhlen suchen. Die waren, glaube ich, bei diesen. Ah, ihr wisst, was ich meine, ne? Bei diesen Schlingpflanzen. Hier irgendwo ging es doch in den hier Biomen. Hier könnte es eventuell sein. Ich sollte dann allerdings mit der Kugel. Ich kam ja beim letzten Mal fast nicht richtig raus. Ne, das ist zu eng. Das ist es auch nicht. Aber ungefähr hier wird es dann losgehen, schätze ich mal.
da waren wir doch. Wir waren mit der Kugel drin, gell? Ich darf nicht vergessen, dass ich sie demnächst mal repariere. Ich bolter nämlich hier rum wie der große Käse. Und die Dings darf ich nicht vergessen. Brauchen wir noch. Ne, das ist nix. Die Gelsäcke, meine Lieben, habe ich gemeint. Ja, wir werden das schon finden. Das war ja hier irgendwo, ne? Ich würde nur kurz, bevor wir dann auch reingehen... Hier, hier. Da drin war es, glaube ich. Das war ein kracher Fisch, gell? Kann sein, dass der mich jetzt gleich aufknüpft. Der zerreißte, der Gefährt nämlich geschwind. Habe ich jetzt den Laserschneider rausgeholt? Das wollte ich nicht, das Reparaturwerkzeug war es. Und dann wundern, wenn sie kaputt ist, ne? Wollen wir kurz gucken, ob ich so klarkomme? Ich glaube, ich sehe da hinten sogar schon was, Leute. Hier ist doch schon was. Fragment eines Segleiters. Ja, das ist natürlich nicht das, was ich suche. Mit der Kugel rein. Ich meine, dass wir es da gefunden haben. Kann auch sein, ich täusche mich und wir scannen jetzt halt mal wegen Mats dann rum, ne? Bin mir nicht mehr so 100% sicher. Und ich weiß, dass ich nicht mit dem Frachtabteil drin war. Boah, Alter, flitz weg, Mann! Warte, ich. Das sind überall Kracher, ne? Boah, den haben wir jetzt aber noch. Haben wir Glück gehabt. So. Jetzt dann nochmal hier durchgeschwind. Einmal gedreht da vorne. Und dann ist gut, dann sind wir doch da, wo ich sein muss. Ich hoffe, ich täusche mich halt nicht, ne? So, jetzt. Nochmal andächtig hier rein. Hier an dem Nest wollte ich vorbei, genau. 5% hat es jetzt schon wieder gekostet. Oh oh. Weißt du was? Jetzt lasse ich die Kugel draußen stehen. Bis hierher war das, ne? Ungefähr. Machen wir das Licht aus. Ich gehe jetzt mal hier raus und mach Kleider und fertig. Ist mir doch zu riskant. Ich will das Viechle nicht verlieren hier. Ich stehe auf unsere kleine Kugel. Keine Ahnung, wo der Kracher jetzt war. Jetzt machen wir uns mal hier gemütlich. Zwei Kracher, ne? Hört ihr sie? Nee, mobile Fahrzeugstation. Boah, wie viele Kracher gibt's denn hier, bitte? Vor allem, ich habe nicht einen gesehen, als ich reingeschwommen bin. Die Säcke. Hier, aber Schwefel brauche ich, keins rausholen, ne? Ich hole nur mal kurz Luft. Jetzt haben wir ja bald alle getötet, beziehungsweise freigelassen. Die töten sich ja selber, die Jungs. Kann sein, dass ich es nicht mehr sehe. Ich meine aber, wir hatten das Fragment hier gefunden in den Dingern. Bin mir nicht mehr sicher. Hast du Ersatzbatterien dabei? Jo, manchmal denkt er was. Sie. Das ist eine Sie, deswegen klappt das mit dem Denken. Schon wieder. Problem ist hier rauszufinden mal eben, ne? Ich erinnere mich an die Stelle mit dem Vulkan-Ding hier, aber ob da noch ein Seenest war, weiß ich nicht. Tja, wenn nicht, muss ich nochmal nachgucken. Da ist noch eins, aber das haben wir schon geräumt, scheinbar.
Wurfhakenarm wäre halt schon göttlich, wenn man dann da. Ich weiß ja, da war, glaube ich, auch eine Düse dran, gell? Ich glaube, da war damals auch eine Düse dran, mit dem er hochkam, aber leichter war es immer schon mit dem Wurfhakenarm. So, jetzt müssen wir anfangen, die ganzen Luftblumen. Oh oh, der mein Dings klaut, ist auch vorbei. Ja, ich glaube, die Nester haben wir hier. Ich meine aber, dass ich es hier gekriegt habe. Bamster. So, jetzt haben wir nur das Problem. Ich weiß schon lange nicht mehr, wo es rausgeht. Das sind halt die Nester, die habe ich alles durchgesucht. Jetzt, ne, da ist nichts mehr. Jo, pass mal auf. Jetzt gehen wir nochmal raus. Wenn ich den Weg nochmal finde. Die Kugel selber, wenn ich die jetzt im Visier habe, bringt mir das nur bedingt was, gell? Weil die ja durch die ganzen Verzweigungen hier nicht auf dem direkten Weg erreichst. Hier ist nochmal eine Sauerstoff. Hier ist die Kugel. Ich hoffe, der hat mich jetzt nicht erwischt. Hm. Bin nicht sicher, ob das so richtig ist, was ich hier mache. Was ich aber sicher weiß, ist, dass ich gerade überhaupt nicht mehr rausfinde. Und weil ja die Gefahr besteht, dass wir jetzt gleich sterben, lasse ich euch natürlich mit dran. Hier hängt was. Was ist es? Laserschneider. Ich scanne das mal, weil ich könnte mir vorstellen, dass die dann irgendwann das wieder von alleine auffüllen, ne? Das ist eigentlich eine ziemlich üble Höhle, wenn man die Grahafische in Kombination mit den Seeäffchen hier nimmt. Aber es hat viele Blumen drin, also es ist eigentlich recht fair gemacht. Ich glaube, da ist der Ausgang. So. Jetzt haben wir einiges gefunden, aber ich glaube, ich täusche mich da, ne? Folgendes, Gelsäckle würde ich noch kurz mit euch holen, aber bevor ich hier abhau, fahre ich noch ein bisschen das Biom hier ab, in der Hoffnung, ich finde nochmal, wie hier zum Beispiel, ein Nest, wo dann tatsächlich der Dings da ist, den ich brauche, ne? Dann sehen wir uns gleich hier nochmal wieder, ich mache einen kleinen Schnitt, ich saus einfach mal außen rum und gucke ein bisschen. Ich habe endlich mal einen Gelsack gefunden. Die Koboldnester da drüben habe ich jetzt alle durchgeschaut. Ich bin jetzt gerade hier gelandet. Über uns irgendwo sind die Bruchstücke von der Merkur. Hier habe ich jetzt die Geldinger und da gibt es übrigens auch die Nester hier. Seebahn-Nachbrennermodul. Nachbrennermodul. Also wir sind jetzt hier, wo wir da oben die Merkur gemacht haben, die Tage. Ich hole mir mal noch die Gelsäcke. Vielleicht gucken wir hier auch noch mal ein bisschen die Dinger rum, ne? Wie viel Gelsäcke brauchen wir denn? Ich weiß es nicht. Sind das eigentlich andere? Digga, ich habe es bereits weggelegt. Weil ich gesehen habe, dass du auf mich zukommst. Verstehst du? Ist aber auch ein schönes Biom hier, guck mal. Hier ist wieder was. Fragment einer Taucherflasche mit ultra hoher Kapazität. Ist das was Neues? Alter, da gibt es noch bessere Taucherflaschen. Jetzt sehe ich nur gerade, wir haben noch die Zeit. Den Brawn werden wir zwar heute wahrscheinlich nicht gebaut kriegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir hier das ein oder andere noch finden. Wir gehen mal tiefer rein. Hier ist nochmal ein Gelsack, den nehme ich mit, weil viel Platz habe ich nämlich hier nicht mehr. Hier ist nochmal ein Koboldnest oder habe ich das schon gemacht? Was hängt denn hier bitte rum? Die haben ja allerhand Zeug, ne? Wärmereaktor für den Brawn-Anzug. Alter, ist aber schon der Wahnsinn, was es alles gibt, ne? Müssen wir hier auch durchgucken, da finden wir bestimmt auch noch einiges. Und ich habe das Gefühl, dass die Nester immer wieder mal frisch aufgeladen werden von denen, ne? Weil hier können wir ja drin rumsausen, wir haben ja die 300 Meter locker. Komm, wir gucken mal, was wir hier noch finden. Gelsäcke haben wir jetzt. Uns, was sind das hier noch? Uns fehlt jetzt eigentlich nur noch der Scan. Das sieht ja witzig aus. Da bin ich ja schon mal gespannt, was da rauskommt. So, jetzt haben wir nur ein Problemchen, meine Lieben.
Bin mir nicht sicher, ob ich es hier finde oder ob ich wieder zurück muss halt, ne? Und ich darf nicht zu tief. Hier ist ein Nest, aber ich glaube, das habe ich gerade eben schon abgesucht, oder? Ne, da hängt auch was drin. Da hängt auch nochmal was drin. Da ist wieder die Taucherflasche mit ultra hoher Kapazität. Fehlt uns noch ein Scan, dann hätten wir die. Da unten ist nochmal ein Nest. Ich dachte, dass die nur ein Biom haben, ne? Da ist der Wärmereaktor wieder. Okay, ich schätze mal, dass wir hier die zwei Sachen finden. Gibt es hier eigentlich noch von den Blumen? Nee, ne? Problemchen. Da, guck mal, was ich da sehe, meine Lieben. Haha, der zweite Scan. Wir haben's. Wir haben genau, was wir wollten. Jetzt will ich natürlich die anderen Sachen auch noch hier abschließen. Was, Benzol? Wo kam der jetzt her? Den gab es so dazu irgendwie. Schönes Biom ist das hier. Guck mal, so richtig giftig. Aber die Farben sind der Traum. Wir haben's. Das heißt, wir können morgen, das machen wir so, wir werden morgen das Ding oben bauen an der Fahrzeugstation. Wir werden die Mods entsprechend gleich mitbauen. Brawn, Kofferraum und die zwei Arme. Und dann gehen wir mit dem Teil runter zu unserer Base und dann werden wir mal Richtung Aliensignal aufbrechen die Tage. Vielleicht nehmen wir das sogar den Brawn schon. Dann kann ich mich gleich ein bisschen an ihn gewöhnen. Okay, dann haben wir alles zusammengekriegt wenigstens. Sich irgendwie an, als ob irgendjemand. Hier hat es aber mehr Kobolde wie drüben, gell? Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir noch ein Nest finden hier. Wenn nicht, fahre ich da ab und zu jetzt einfach mal die Sache ab, verstehst du? Das ist nichts, das haben wir schon. Jetzt sind wir hier bei diesen Blättern. Jetzt kennen wir noch einen Spot, wo die sind. Ist ja der Wahnsinn. Ja gut, der Wärmereaktor und so, das kommt ja mit der Zeit. Wir brauchen ja nicht alles auf einmal. Jetzt wissen wir es. Hier hat es Nester. Ich fahre jetzt noch einmal kurz rein. Einfach so da links nochmal ums Eckle gelugt. Da vorne nochmal reingeschaut. Da hängt, glaube ich, wieder Material dran, gell? Der hat hier wieder was. Das holen wir uns natürlich. Nee. Der hat nichts. Den haben wir schon gemacht. Ja, da sause ich jetzt hier vielleicht noch ein bisschen rum. Das ein oder andere Fragment wird sich vielleicht noch auftun. Ansonsten geht es dann morgen weiter. Gelsäcke habe ich eingesammelt. Das sieht auch aus, als wäre es leer. Nee, oder? Ich habe einen Rubin gefunden, einfach mittendrin. Auch gut zu wissen. Auch sehr gut zu wissen. Da hinten ist nochmal ein Nest. Aber Rubine braucht man ja sowieso auch. Und die das sind Leuchten. Das sind Leuchten. Da will ich noch kurz gucken. Kann sein, dass wir... Ah ja, guck mal, hier haben wir... Der Wärmereaktor haben wir jetzt erledigt. Ah, den haben wir schon. Wieso sind... Okay, ich muss heim tatsächlich. Ich habe nichts zum Trinken mehr. Das wollte ich nicht. Ich habe es abgekoppelt. Ich will kurz gucken. Sind wir nicht zufällig gerade bei der Madame an der Base? Sind wir nicht zufällig gerade bei ihr an der Basis in der Nähe? Hier ist auch wieder eine Leuchte. Ja, noch tiefer runter will ich jetzt aber auch nicht. Sonst reißt es mir die Motte auseinander. Ne, ich fahre jetzt nach Hause. Es hat sich gelohnt. Wir haben alles. Morgen bauen wir uns die Kiste. Und dann freuen wir uns darüber. Und dann gehen wir mal dem Aliensignal vor der Haustüre nach, würde ich sagen, ja? Jetzt überall die Lichter. Weiß natürlich jetzt nicht, in welche Richtung. Da sind wir aber bestimmt bald nochmal hier in der Ecke. Da bedanke ich mich herzlich, habe auch schon wieder länger gemacht, gell? Aber ist halt so, wenn du unterwegs bist, willst du ja dann auch nicht jedes Mal abstoppen mittendrin.
Passt schon. Ein Nest prüfen wir jetzt noch kurz. Ich glaube, hier ist auch nichts dran. Ja, alles gut. Wir sehen uns morgen und dann bauen wir uns das zweite Unterwasserfahrzeug. Ich freue mich schon drauf. Bis dann.